Moin moin zu einer neuen Ausgabe von Time Out. Heute treffe ich den ehemaligen Fußball-Bundesliga-Profi und Nationalspieler Marcel Jansen. Marcel hat seine Profikarriere früher beendet, als es in den Kreisen üblich ist. Warum, wieso, weshalb, das erfahre ich hoffentlich heute und noch viel mehr. Also, auf geht's. Marcel Jansen startete seine Karriere beim Erfolgsklub Mönchengladbach und wurde bereits mit 19 Jahren von Jürgen Klinsmann in die Nationalmannschaft berufen. Mit 29 beendete er seine Fußballerkarriere beim HSV. Heute beteiligt er sich an Unternehmen mit nachhaltigen Ideen und wurde im Januar zum Präsidenten des Hamburger SV gewählt. Schauen, wo er ist. Da bist du ja schon. Hi Marcel. Ja, hey. Na? Moin. Schön, dich zu treffen. Ja, ebenfalls. Schön, dass du Zeit hast. Ich habe uns schon was bestellt. Oh, das sieht gesund aus. Mhm. Was ist das? Das ist der Omi-Tee. Okay. Aber es ist keine Anspielung auf uns beide, sondern es heißt Orange, Minze, Ingwer. Lecker. Für uns jungen Menschen. Genau, können wir auch mal einen Omi-Tee bestellen. Ich bin gespannt. Auf alle Fälle sieht es sehr, sehr gut aus. Dankeschön. Wo sind wir hier genau? Erzähl mal über Isabella. Ja, erstmal sind wir hier im Stephansplatz in der alten Oberpost. Altes Oberpostgebäude, was irgendwann mal sehr, sehr aufwendig und schön saniert wurde. Das und stimmt, ganz imposant. Hat halt auch diesen schönen offenen Blick nach oben und genau, sind hier bei Isabella. Isabella ist eine glutenfreie Patisserie und die konnte ich dann nach Hamburg holen zum Glück, wurde dort eigentlich aber Privatkunde. In Düsseldorf sind die nämlich ursprünglich. So, so eine ganz ähnliche Geschichte, ne? So eine Frau mit italienischen Wurzeln, deshalb wahrscheinlich auch Isabella. Die hat und viel, viel in Anführungsstrichen positiv, aber auch tragisch, diese Krankheitsakte, den ja Isabella, die Mama selber, hatte, nämlich eine ganz, ganz starke Zöliakie, also eine der höchsten Formen sogar davon. Und aus dieser Motivation und aus diesem Leiden heraus auch Produkte zu entwickeln, die sowohl für Allergiker, aber auch für alle Menschen einfach ein purer Genuss sind und eine pure Qualität sind. Und das ist, finde ich, schon einzigartig in dem Bereich und war als Privatkunde, wie gesagt, da. Nicht nur, weil ich auch mal eine Unverträglichkeit hatte, sondern hatte ich mal, zu meiner aktiven Zeit auch. Ja. Auch stärker ausgeprägt und musste dann extrem verzichten. Bei mir ist es zum Glück so, hat sich wieder geregelt sozusagen, dass ich nach 2 Jahren wirklich komplett Verzicht dann wieder Gluten essen durfte. Das lag daran, also du hast lediglich, oder das heißt lediglich, aber Gluten weggelassen, hast glutenfrei gegessen? Aber ganz konsequent 2 Jahre, komplett, ohne Ausnahme. Und dann hat mein Körper sich wieder so ein bisschen gefangen und woran merkt man das? Das ist vielleicht für die Leute auch mal interessant. Bei mir war es zum Beispiel so die Entzündungen im Körper, das Hautbild war halt sehr, sehr schlecht. Und bei den einen oder anderen sind es Bauchschmerzen, das ist ganz unterschiedlich. Okay, und heute ernährst du dich auch so, wie es hier jetzt angeboten wird, oder aber nicht ausschließlich? Nicht ausschließlich, sehr bewusst halt einfach. Ne? Und hier ist es auch ein absolutes Lifestyle-Produkt. Das ist eigentlich auch für die Menschen, die, ich glaube, 60% der Kunden, die haben gar nicht diese Unverträglichkeit, sondern schätzen einfach die Qualität. Weil du hast ja hier vom White Chocolate Cheesecake bis glutenfreien Brownie bis Proteinbrot, Senfbrot. Das sind halt sehr lifestyleige Sachen, die du hast. Und deshalb ist es aber auch umso schöner, dass man auch Menschen, die eben, und das sind ja gar nicht mehr so wenige, die wirklich auf Gluten reagieren, viele wissen es gar nicht. Muss man erstmal feststellen, genau. Muss man feststellen oder in sich reinhorchen oder mal so einen Bluttest auch mal machen. Und ist schon sehr, sehr spannend. Und, aber gerade weil es eben weg ist aus dieser Krankheitsgeschichte, sondern eher über die Qualität der Produkte kommt, ist es halt genau das, mit dem ich mich halt immer auch beschäftige oder auch in meinen Beteiligungen oder jungen Unternehmen auch diesen Schwerpunkt haben, Lifestyle und Gesundheit. Also hast du dich schon früh damit beschäftigt, du warst ja mittendrin. Hast du dich dann immer so an den Ernährungsplan auch gehalten, was der Verein oder der Trainer verlangt hat, bevor du jetzt selber gesagt hast, du kannst kein Gluten vertragen? Ja, ich bin ja auf so eine ganze Reise gegangen, ne, weil ich halt nicht wusste, warum ich zum Beispiel diese Hautprobleme hatte. Mhm. Ja, und da konnte mir an der Stelle die eine oder andere Möglichkeit der Medizin nicht helfen, weil es eben am Ende eine entzündliche Reaktion des Körpers war auf das, was ich zu mir genommen habe. Ja. Und dann habe ich so lange weiter geforscht, bis es dann überhaupt rauskam, das war ja vor weit über 10 Jahren, dass man dann einen Bluttest machen konnte, um zu gucken, was ich eigentlich nicht essen darf im Moment, weil mein Körper darauf eben gereizt reagiert und demnach das dann auch irgendwie zeigt. Mhm. Bei jedem unterschiedlich, bei mir war es stark das Hautbild und durch diese Umstellung dann 6-7 Monate war es nicht nur von der Leistungsfähigkeit deutlich besser, sondern eben auch das komplette andere sichtbare Hautbild hat sich komplett verändert und das war schon ein Effekt, wo ich dachte, boah, welchen Impact eigentlich Essen auf uns hat. Eigentlich logisch, aber wenn man mal ehrlich ist,
wer hat sich damit schon so groß auseinandergesetzt? Ja, gerade stimmt. Wir in Deutschland achten eher darauf, dass wir in unser Auto nur das teure Öl kippen, obwohl es das andere auch tun würde, aber essen dann eben bei dem einen oder anderen bestimmten Anbieter im Fastfood-Bereich und da überlegen wir nicht. Ne? Und ja, das stimmt. Das ändert sich gerade, aber bei mir muss es sich ändern, weil natürlich mein Beruf dadurch mit auch gefährdet war. Aber wenn man solche Erfolge hat oder das so wirklich hautnah sieht, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das ja klasse. Ja. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie entstand überhaupt deine Leidenschaft für Fußball? Du hast ganz, ganz früh angefangen, als kleiner Bub mit 3, 4? Also im Verein mit 4 schon, mit 4 Jahren. Und die Leidenschaft, von der kann ich ja gar nicht sprechen, weil ich habe sie ja gelebt. Das weiß ich ja nicht mehr, warum ich mit 2 oder 3 Jahren den Ball da durchs Kinderzimmer geschossen habe. Auf jeden Fall hat Mama mir das erzählt und ich war so genervt, dass sie gesagt haben, wir müssen nicht mal im Verein anmelden jetzt. Also ich habe jetzt Lust auf diesen Drink, auf diesen Omi-Drink. Du hast gerade schon von deinen anderen Unternehmen erzählt. Wir schauen gleich mal rüber. Ne? Hinter uns ist nämlich Statix. Ist ein Lifestyle-Sanitätshaus und hat einfach mit vielen, vielen Produkten zu tun für den Menschen, die man eigentlich so braucht, entweder um präventiv zu arbeiten oder auch, wenn man Probleme hat. Mhm. Eigentlich das, was du als Bundesliga oder Nationalspieler eigentlich erfährst, auf einem hohen Niveau privilegiert, dann eben auch für allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und auch da sind wir sehr, glaube ich, standalone mit dieser Art Konzept, mit dieser Art auch Außendarstellung und die Interpretation eines eigentlich Sanitätshauses. Mhm. Und deshalb bleibt es Sanitätshaus und Statix halt aufgrund, weil wir sehr stark auf die Statik des Menschen achten, mit Einlagen als einem sehr spezialisierten Produkt für die Menschen. Also auch für jedermann, ne? Sind nicht nur die Fußballprofis oder Basketballer wahrscheinlich kommen auch? Da haben wir angefangen, ne? Über 200 Topsportler, Nationalspieler, Basketballspieler, auch hier in Hamburg viel. Und das ist das, was ich erfahren habe durch die privilegierte Stellung. Der normale Mensch, in Anführungsstrichen, ist ja Leistungssportler des Alltags. Hm. In der Gastronomie, in Hotels, mein Papa auf der Arbeit, der durch die Lagerhallen gelaufen ist, 10 Kilometer, da klatscht keiner Beifall und er kriegt auch keine Physiotherapiestunden und er hat das jeden Tag, die Kilometer. Ja. Also so 11, 10, 11, 12 Kilometer sind für viele Menschen völlig normal und die erfahren gar keinerlei an Unterstützung. Deshalb haben wir als von Statix auch eben den Schwerpunkt, den Unternehmen reinzugeben und betriebliches Gesundheitsmanagement zu machen für die Mitarbeiter des Unternehmens sozusagen. Und das macht sehr viel Spaß. Klasse. Schauen wir uns gleich an. Erstmal genießen wir jetzt den Tee. Tee ist das, ne? Heiß auf alle Fälle. Lecker. Das ist so dein Lieblingsdrink? Nee, aber gerade jetzt in der Zeit immer mal wieder gerne. Ich trinke halt gerne auch morgens dann halt einen Kaffee. Aber auch nicht zu viel. Ich also doch nicht nur gesund von morgens bis abends. Nein, gesund ist ja relativ. Die Seele muss ja auch mitleben, aber es geht ja immer ums Verhältnis. Und das Verhältnis ist, glaube ich, stark gestört. Sonst wäre ja nicht jeder dritte Deutsche übergewichtig, wenn das Verhältnis gesund wäre oder auch das Angebot dementsprechend passen würde. Das sieht ja richtig lecker aus. Dann die Herrentorte ist die ich als Sachertorte wahrscheinlich kenne aus Österreich, ne? Ja, genau. Und Kirschcrumble, dann haben wir aber auch... Komm, wir schauen uns das mal von nahem an. Das machen wir. Wir haben auch zum Beispiel Low-Carb-Varianten, also Mandel-Mohnkuchen. Ja, mit Aprikose ist wirklich Low Carb. Ja. Dann haben wir eine Herrentorte, die hat natürlich ein bisschen was, aber halt alles gute Inhaltsstoffe. Also gesund hat halt verschiedene Ebenen. Ne? Das ist ja halt die Frage, welche, ne? Glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe etc. Aber trotzdem gehaltvoll. Das Auge isst ja mit, ne? Selbstverständlich. Was ist jetzt so dein Lieblingstörtchen? Meins ist tatsächlich die Herrentorte und der glutenfreie Brownie. Und gerade wenn man wirklich mal so ein bisschen drauf achtet, weil man ja nicht jeden Mittag so viel Kuchen essen kann, dann ist es die Low Carb Variante. Super, also für jeden was dabei. Für alle was dabei und bei den Brotsorten ist es dann eben ähnlich. Da hast du halt verschiedenste Brotsorten. Das Proteinbrot ist sehr beliebt bei uns. Ist wirklich Low Carb und trotzdem sehr saftig und kräftig. Nehme ich nachher mit. So, das ist das Statix. Genau, hier ist Statix. Du heißt alle schon mal willkommen. Ja, man merkt, es ist ein sehr, sehr altes Foto, aber... Ach, du hast dich kaum verändert. Ja, kaum, ne, finde ich auch. Mit der Omi-Tee, was der alles ausmacht. Ne? Ja, aber wirklich, wie alt warst du da? So alt ist das doch nicht. Ja, es war tatsächlich so vor 8, 9 Jahren. Ach echt? Okay. Ja. Aber der Inhalt ist der richtige geblieben, ne? Der richtige Schritt im Alltag und Sport. Ja. Das passt dann wieder. Oder immer noch. Lifestyle passt natürlich auch zu dir. Was hat das auf sich? Lifestyle, Sanitätshaus? Ja, ist bewusst ein bisschen mit gespielt, weil die meisten Menschen leider ja gar nicht so viel mit dem Begriff Sanitätshaus anfangen können, außer eine negative Assoziation. Genau. Und deshalb Lifestyle, Sanitätshaus, weil gerade die Produkte, die man, wenn man sie gut macht, dort anbietet, sind für die Leute ganz, ganz extrem wichtig. Gerade das Thema, deshalb auch Statix, ne, für die Statik im Einlagenbereich. Ich habe also meine Kollegen und ich als privilegierter Mensch im Leistungssport, Nationalspieler, Bundesliga etc. bekommt man viel
erklärt und viele Möglichkeiten, um sich zu verbessern. Und gerade im Einlagenbereich eine sehr, sehr große Spezialisierung, bieten wir hier halt für Mann, Frau, für alle Arten von Schuhsorten eine spezielle Versorgung an und eben nicht nur den Bundesligaspielern, die auch kommen, sondern eben allen Menschen. Alle. Und es ist auch bezahlbar. Ne? Das wow. ist auch wichtig. Da sehe ich schon mal so schöne Einlagen. Ja, genau. Es ist, da blitzt es uns blau entgegen. Ja, da haben wir die ganze Mannschaft vom HSV vermessen und haben dann hier eine Einlage in groß wow. bekommen und haben die Jungs darauf unterschrieben. Das ist auch die Sporteinlage, die wir hier haben. Und jeder, der gerne joggen geht oder eine Belastung hat im Alltag, im Sport, auf der Arbeit, ist der Richtige. Weil viele denken immer, ja, aber ich bin ja kein Leistungssportler. Und das stimmt nämlich genau nicht, weil gerade die Mittelschicht, die Menschen, die viel arbeiten, brauchen eine gute Versorgung. Und die bieten wir halt. Und ja, zum Beispiel diese Größe ist zwar jetzt, haben wir jetzt ein bisschen drüber gelacht. Ich wollte gerade aber sagen. Die Towers sind gar nicht weit, die auch zu uns kommen, die Towers, sind gar nicht weit weg von dieser Größe. Was wäre das ungefähr? 55 oder? Ja, das ist deutlich größer. Aber ich sag mal so, 50er Schuhgröße bei den Towers kam schon mal hier und da natürlich vor. Was hast du? 45? Ich habe 44. 44, ja. Gut geschätzt. Ne? Wo wir gerade schon beim Fußball sind. Du hast ja super früh aufgehört, ne, mit der Profikarriere, obwohl du noch Top-Angebote hattest. Warum dieser Schritt? Es hatte tatsächlich wirklich auch was mit den Gründungen zu tun, wo mein Herz hier dran liegt, weil, das kann ich nicht oft genug betonen, diese privilegierte Stellung, wenn man da einmal reinkommt, es war für mich vorher auch alles ganz weit weg. Eine gute Versorgung, Aufklärung zum Thema Ernährung, gute Einlagen, die mir ja selber extrem geholfen haben. Ich habe immer wieder Probleme gehabt, obwohl ich ja fit bin, aber ich hätte es nicht geschafft ohne die Korrigierung meiner Statik. Und häufig ist Gehen eine der größten Ursachen für Knie- und Rückenschmerzen. Das wissen die Leute gar nicht. Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich Knie- und Rückenschmerzen habe, ohne dass was passiert ist, dann ist es lokal, das Symptom wird erkannt, aber die Ursache nicht. Und die Ursache ist oft falsches Gehen. Das waren für mich so krasse Erkenntnisse und die waren so einleuchtend. Und ich fand es einerseits so traurig, dass dann viele Menschen, nämlich über 90% der Gesellschaft, ausgeschlossen sind für so ein Angebot. Das habe ich gesagt, mit meiner privilegierten Stellung gründe ich und biete allen Menschen die Chance, sich aufzuklären, sich gut zu ernähren, Einlagen zu bekommen und alles trotzdem bezahlbar zu lassen. Da in Deutschland ja auch viel dazu beigetragen wird, eben auf sowas zuzugreifen. Die Kassen unterstützen zum Beispiel eine gute Versorgung. Warum? Weil natürlich die Folgeschäden, die oft sind bei OPs mit Rücken und Knie, extrem teuer sind. Deshalb bezuschussen sie eine Einlage und somit ist es für wirklich fast jeden leistbar, ein gutes Produkt zu bekommen. Und beim Thema Ernährung, ich komme aus dem Dorf, habe ich selber halt gemerkt, wie wenig man eigentlich weiß. Das stimmt. Ich komme auch vom Dorf und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, Leute, da gibt es ja keinen einzigen Laden jetzt vergleichbar irgendwie mit Isabella oder so, ne? Ja, es geht auch nicht nur um die einzelnen Produkte jetzt Isabella. Wir arbeiten auch an einem etwas anderen Konzept noch, wo es auch um warmes Essen geht. Und es ist auch mal okay, auch mal einen Burger oder eine Pizza zu essen. Darum geht es ja gar nicht. Aber es ist wirklich so, mal. Und es ist wirklich so, dass wir ja essen, um Energie zu bekommen. Und eigentlich hat Essen oft bei dem Angebot, was es gibt, ja nicht nur in Deutschland, sondern fast weltweit oft das Gegenteil den Einfluss. Wenn man isst, ist man eher müde und möchte auf die Couch. Ja. Und früher hat man gedacht, das wäre gut, oder dann hat es ja satt gemacht. Dann ist ja, das so genau. Aber was eigentlich passiert, das erklärt ja einem auch niemand, ja, oder selten, dein Immunsystem verbraucht gerade immens krass viel Energie, um das Essen zu verarbeiten. Das heißt, wenn ich auch nicht richtig kaue und klein mache, muss mein Körper das alles verarbeiten und schaltet alle anderen Dinge gerade ab und konzentriert sich nur rein auf die Verdauung. Deshalb möchte man nach dem Essen auf die Couch. Das ist eigentlich so, als wenn ich zur Tankstelle fahre, weil mein Tank leer ist, tanke und erst mal 2 Stunden stehen bleiben muss, bis mein Auto wieder fährt. Ja, stimmt. Und das ist genau das, wo ich einfach, das ist für mich ein Herzenswunsch, wirklich das, also Arbeitsplätze schaffen zu können, trotzdem innovativ sein zu können, lifestyleig sein zu können, weil es macht, Gesundheit macht Spaß, Gesundheit ist geil, Gesundheit ist gut. Und das ist meine Passion, warum ich gesagt habe, und dankbar nach 12 Jahren aufzuhören, um diese privilegierte Stellung anderen zu ermöglichen und gemeinsam mit den Menschen irgendwie in ein gesünderes Leben zu kommen. Das hast du schön gesagt. Aber warst du oft auch unzufrieden, dass man euch Spieler irgendwie falsch oder nicht so gut behandelt hat? Im Gegenteil. Ich war sehr dankbar, was für uns alles getan wurde, damit wir natürlich schön auf dem Platz sind, damit wir unsere Leistung bringen. Und da wurde der kleine Punkt nachgetragen, ja, für alles. Und ich weiß aber, wo ich herkomme. Meine Mama hat bei Aldi gearbeitet, im Lager. Ja. Schwere Arbeit gibt mein Papa auch, bei Kaisers Tengelmann in der Warenannahme. Das war so eine körperliche, harte Arbeit. Und für meine Eltern war das alles ganz weit weg. Was ist eine gute Ernährung? Wie kann man auch vielleicht mit einem kleineren Portemonnaie was Sinnvolles machen? Und es gibt ja immer die Menschen, die dann kommen und sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ja, die perfekte Lösung, ess bloß das nicht, ess nur noch das, das stimmt nicht. Jeder Mensch ist sehr individuell und das ist auch mit einer gewissen Flexibilität und Abwechslung schon getan. Und,
daher kommt, rührt meine Motivation, weil es mir so gut ging, was zurückzugeben. Also das heißt, jeder Mensch muss selber in sich hineinhorchen und auch schauen und fühlen, was für einen gut ist. Ne? Genau, oder und vor allem abwechslungsreich. Ja. Immer mal selber, dieses eigene Gespür für den Körper geht ja verloren. Mhm. Und wenn er sehr abstumpft, dann schaufelt man so das Essen in sich rein. Und so dann, fertig, nächstes Thema. Und da kann man unglaublich viel wieder mit Sensibilität auch machen. Weil die Leute sagen, ja, was soll ich denn essen? Ich sage, ess doch einfach das, was du denkst, was gut ist und horch dann in dich hinein, wie es dir danach geht, die halbe Stunde, Stunde danach. Und wenn du das Gefühl hast, dass du, eigentlich isst du ja, um wieder leistungsfähig zu sein, wenn du das Gefühl hast, du hast gegessen und müsstest jetzt eher dich ausbremsen, dann solltest du das wechseln. Gibt es denn für dich so Essen oder Sachen, wo du sagst, ach, das würde ich so gerne, aber ich weiß, das bekommt mir nicht? Gibt es irgendwas, wo du ganz besonders doll verzichten musst? Nur in der Anzahl. Achso, okay, weil alles in Maßen einfach. Ist voll okay. So ist es. Okay. Und 80% der Zeit muss ich mich gut ernähren. Mhm. Dann kann ich am Wochenende machen, was ich möchte. Auch Samstag und Sonntag so essen, wie mein Herz es sagt. Mhm. Aber da die Menschen alle Leistungssportler sind, und das möchte ich bewusst betonen, nicht wir privilegierten Fußballer oder was es noch so alles für andere privilegierte Menschen sind, die mit einem jungen Alter viel Geld verdienen, mit irgendeinem Berufsstand, der das einem ermöglicht, sondern die Leistungssportler unserer Gesellschaft, die von Montags bis Freitags, Samstags Leistung bringen müssen. Mhm. Und die brauchen auch eben gewisse Unterstützung. Marcel, jetzt stehst du als frisch gebackener HSV-Präsident vor mir. Was bedeutet das für dich? Du bist ja sogar auch der Jüngste ever. Ist das eine besondere Herausforderung? Es ist eine Herausforderung, besonders in dem Sinne, weil sich da für mich ein Kreis schließt. Ich bin seit 11 Jahren in dem Verein, durch sämtliche Höhen und Tiefen gegangen, auch konstant bei dem Verein, 7 Jahre als Spieler und in vielen Ehrenamtfunktionen das miterlebt und selber ja schon seit über einem Jahr leidenschaftlicher Amateursportler. Also wir reden ja bei dem HSV von der, die HSV ist ja der e.V. und die AG, es ist eine Familie, ist der HSV, aber mit zwei Säulen. Mhm. Und diese vertreten zu dürfen, also selber als Amateursportler auch für die 8000 anderen Sportler Sprechsport zu sein und auch natürlich für die mehrheitlichen Supporters und fördernden Mitglieder eben in die AG unsere Gedanken und Wünsche mit reinzubringen, ist eine große, große Ehre, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und denke und hoffe, dass ich diesen Wünschen auch gerecht werden kann. Mhm. Zeig mir doch noch mal ein bisschen hier im Statics. Es gibt ja auch 3D-Vermessungen. Gibt es da extra Räume oder wie muss genau, ich mir das also, vorstellen? Genau, hier im Eingang ist eigentlich relativ einfach, dass man bei uns bei Statics auch die Chance hat, du kannst auch hier reinkommen, weil du mal eine Blackboard kaufen möchtest. Möchtest dich aber auch beraten lassen, möchtest jetzt nicht nur einfach eine kaufen. Mhm. Ne, da hast du verschiedene Therapie- oder Regenerationsmöglichkeiten mit der Blackboard. Mhm. Die Eingang hast du schon gesehen. Wir haben wir haben Kompressionen für Sport, wir haben Elektrotherapie rechts. Und der Kern hier ist dann eben oben unsere zwei Räumlichkeiten mit der Ganganalyse. Ja, ja. Das kann ich nur jedem Menschen empfehlen, einmal im Jahr eine Ganganalyse zu machen, damit man weiß eben, wo stehe ich eigentlich, wie gehe ich und was passiert eigentlich von unten. Füße sind unser Fundament. Mhm. Ja, also für jeden würdest du das empfehlen? Für jeden, denn 95% der Menschen haben einen Problemfuß. Ich gehe mal vor dir, kannst du schon analysieren? Ist natürlich auch ihr habt natürlich mit den hohen Absätzen, aber dafür haben wir auch Spezialeinheiten, sogar für High Heels, für Ballerinas. Ach, okay. Aber man sieht, du links knickst du schon so ein bisschen nach außen. Ja, und gerade mit ach, komm, so. Also du bist ja Fußballer durch und durch. Ne? Heute machen wir aber etwas anderes, um die Kalorien zu verbrennen. Was genau. denn? Genau. Wir gehen jetzt nochmal rüber in diesem schönen Ort hier in der alten Oberpost. Gibt es ein Fitness First, auch relativ neu. Ganz, ganz tolles Fitnessstudio. Und da werden wir noch ein paar Körbe schmeißen und ein bisschen quatschen, glaube ich. Komm mit. Das war jetzt nicht meine Idee mit dem Basketball. Also ich habe jetzt keine Sportklamotte mit, aber so wie ich dich kenne, bist du auch in dem Thema irgendwie drin, oder? Absolut. Sport-Lifestyle ist ja mein Thema. Ich habe dir von einer Beteiligung von uns, von Gym Junkie, was Cooles mitgebracht. Speziell für den Gym. Ja, Basketball machen wir ja, weil wir nicht so viel Sport machen wollen. Wir wollen ja nur so tun, als ob. Ist das heute. So? Okay. Und, cool. Ja, ich bin gespannt. Basketballkorb, Marcel, ich bin heiß. Ja, das habe ich mir gedacht und das war ja nur der Vorwand. Im Fitnessstudio gehen wir natürlich auf die Spinning-Räder. Warum Spinning sehen wir gleich, weil wir wollen ja eine richtige Einheit machen. Oh, ich meine, im Fußball warst du ja mit deinen 1,91 groß, ne? Im Basketball ja eher klein. Hast du deshalb Schiss bekommen? Da habe ich Schiss bekommen und gerade du hast mir gesagt, dass du die beste Wurftechnik hast. Ich habe noch so trainiert. Und dachte, wir gehen mal auf die etwas anderen Spinning-Räder, die nämlich auch Armeinsatz mit abdecken. Ja, dann leg mal los. Und das ist so deine tägliche Einheit hier, oder? Nee, ist so zum Warm-up. Ich laufe auch gerne auf dem Laufband. Wie lange?
immer so mindestens 40 Minuten und dann je nachdem, ob ich Intervall mache oder nur Ausdauer mache, auch mal länger oder auch mal ein bisschen kürzer. Aber mal ein bisschen schneller hier, ne, in die Pedale treten, mein Freund hier. Du bist ja motiviert, aber du weißt, wir müssen ja eine Stunde durchhalten, ne? Ja, klar. Was war eigentlich cooler, die Meisterschaft mit Bayern oder der Nichtabstieg vom HSV? Da warst du ja verletzt, glaube ich, ne? In Karlsruhe? In Karlsruhe schon. In Greuther Fürth sozusagen mit auf dem Platz, auch als Kapitän und zum Glück. Aber die Gegensätze sagen es ja schon. Das eine ist das Feiern einer Meisterschaft und das andere ist Verhindern einer schlimmen sportlichen Situation. Von der Emotionalität natürlich, glaube ich, dramatischer als Karlsruhe geht ja gar nicht. Also deshalb würde ich schon sagen, das war von der Emotionalität, gerade weil ich selber nicht auf dem Platz war, sondern eben als mit Verletzung auf der Bank saß, sozusagen als Zuschauer. Und dachtest immer, ich will es war noch, ja, und es war noch schlimmer, weil ich wusste schon dort, dass es danach für mich eine Veränderung im Leben gehen wird und ich nicht jetzt in die Premier League gehe, nach China oder in die Türkei. Ja. Und natürlich wollte ich alles, aber nicht als Absteiger dann aufhören. Na klar. Wärst du auch glücklich, wenn du nichts mehr mit Fußball zu tun hättest? Könntest du überhaupt glücklich sein? Ja? Ich glaube, sonst hätte ich den Schritt nicht wagen können. Als du warst auch nicht so viel mit den Händen, ne? So. Nee. Sorry. Als ablösefreier Spieler mit 29, mit der Chance, wirklich nochmal richtig kohlemäßig auch nochmal irgendwie was zu machen und auch nochmal zu wechseln, ist es für mich hier auch ohne Fußball. Gibt es so viele spannende Sachen und interessante Dinge, die man bewegen kann, auch Mehrwerte für Menschen, die man erzeugen kann, dass ich auf jeden Fall ohne Fußball könnte. Im Moment ohne Fußball im Amateurbereich, glaube ich, wäre es schwer, weil ich brauche meine Kabinenluft und mein Feierabendbierchen und auch mal abends wieder so einen Wettkampf. Ja. Und das habe ich da bei HSV 3 in der Landesliga und das macht mir riesen Spaß. Und solange der Körper noch mitmacht, werde ich das auch weitermachen. Ich teste mal, wie lange dein Körper noch mitmacht. Wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Ist das trotz Action hier im Fitnessstudio eigentlich auch so ein Ort der Ruhe für dich? Ja, gerade wenn jetzt gerade keine Vorbereitung ist oder wie eine Pause, hatten wir jetzt länger im Winter eine Pause, bin ich dann oft hier nach der Arbeit trainieren gegangen, um einfach abzuschalten, um ein bisschen runterzukommen. Sport ist eh wichtig als Leistungssportler, auch dieses Thema abtrainieren, nicht von 0 auf 100 aufzuhören. Und das mache ich schon sehr gerne. Ja. Ist die Stunde schon um? Ja, fast. Nur noch 55 Minuten. Okay, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Denn wir fahren gleich zu einem weiteren Lieblingsplatz von dir, ne? In Stadion. Absolut. Bis gleich. Jetzt haben wir nochmal richtig. So, jetzt sind wir am Stadion angekommen. Pünktlich, Marcel. Du bist aber nun auch verantwortlich für die anderen Entwicklungen der Sportarten, die der HSV anbietet. Das sind Tischtennis, Rugby, was gehört da noch alles dazu? Bist du dem dann auch gerecht, meinst du? Unbedingt, also das wird man dann noch sehen, aber ist es mein Bestreben und meine Motivation. Also es sind 30 Abteilungen, davon aber deutlich dann nochmal mehr auch Vereine, weil eine Abteilung auch Sportarten gebündelt hat. Das sind zum Beispiel wie Feldhockey, wie Futsal, wie Beachsoccer und auch Tischfußball und viele andere, Dart. Ja, und da geht es darum, das auch weiter mit dem Team, mit dem EV-Team nach vorne zu bringen, Sponsoringgelder einzusammeln. Und die einzelnen Abteilungen ja, hoffentlich so glücklich zu machen und auch weiterentwickeln zu können. Wir hoffen, heute sind auch alle hier glücklich nach dem Spiel. Es steht ein wichtiges Spiel mal wieder an. Wie nervös bist du als Präsident, zumal du ja eigentlich noch mal auf dem Platz stehen könntest in deinem knackigen Alter? Ja, also so vor dem Spiel geht es dann noch. Das war als Spieler nochmal anders, weil man dann viel früher schon im Tunnel ist sozusagen. Da bist du schon 2 Stunden vom Spiel völlig in deiner Konzentrationsphase. Jetzt geht's noch, aber wenn dann Anpfiff ist und wenn es dann losgeht und wenn dann die ersten 10 sind, dann steigt die Anspannung, weil man natürlich dann halt eben, ja, ob jetzt als Spieler, als Ehrenamtmitglied oder Präsident, ist eigentlich egal aus welcher Funktion, der Verein liegt mir so im Herzen und da geht man halt total mit, auch mit den ganzen Fans und Zuschauern hier im Stadion ist das natürlich was Besonderes. Die ganzen Fans, die ganzen Zuschauer warten schon auf dich, den Präsidenten, und deshalb entlasse ich dich jetzt und sage vielen, vielen herzlichen Dank, es war ein ganz, ganz toller Tag, danke für die tollen Gespräche, für das schöne Fahrradfahren statt Basketball spielen, es war klasse. Vielen Dank, Marcel, und hoffentlich auf 3 Punkte heute. Ne? Ja, auf 3 Punkte und vielen Dank.